Eine israelische Rakete schlägt im Gazastreifen ein. Allein in den letzten 24 Stunden hat es rund 160 Angriffe gegeben. Dabei seien Raketenstellungen, Posten und Waffenlager der Hamas getroffen worden, so das israelische Militär. Auch von diesem Supermarkt aus soll angeblich eine Hamas-Zelle operiert haben. Er wurde von Raketen zerstört. Durch die Druckwelle wurde auch das Nachbarhaus beschädigt. Wie ich mich fühle, ich weiß nicht, ob es in dem deutschen Wörterbuch ein Wort gibt, was mir hilft, meine Gefühle zu beschreiben an dieser Stelle. Das gibt's leider nicht. Und das ist wirklich ein Horror, was wir da gerade erleben. Die Raketen treffen häufig Unschuldige. In diesem Behindertenheim sollen zwei Frauen getötet worden sein. Insgesamt sind laut palästinensischen Angaben mindestens 23 Kinder unter den Todesopfern. Und viele der Überlebenden sind schwer traumatisiert. Doch Israel gibt der Hamas die Schuld. Das ist Hamas. Die Hamas hat absichtlich ihre Terrorzelle neben Schulen und anderen Einrichtungen der Zivilbevölkerung in Gaza angesiedelt. Auch heute schoss die Hamas wieder Raketen auf Israel. Insgesamt sind es inzwischen fast 700. In der israelischen Stadt Aschkelon musste deshalb die Frühchenstation in einen Schutzraum verlegt werden. Jetzt, wo wir dauernd bombardiert werden, müssen wir unser Team und die Neugeborenen schützen. Eine schlimmere Kindheit ist nur schwer vorstellbar. Frühchen, die ihre ersten Tage im Schutzraum verbringen. Und Kinder wie diese kleinen Israelis, die bei künstlichem Licht im Bunker hocken, statt draußen in der Sonne zu spielen.